Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Es ist mitten in der Nacht. Naja, gut, ich gehe jetzt schlafen und ich habe hier noch ein bisschen was gemacht, ohne euch natürlich. Ja, weil ich denke, ich sollte nicht immer eine Aufnahme starten, nur weil ich irgendwas hier verändere oder so. Aber ich zeige euch das jetzt nochmal. Und zwar habe ich hier jetzt eine kleine Hütte und eine kleine Nebenhütte. Klein, aber fein. So, mehr will ich auch erstmal hier nicht bauen, ne? Ach, guck mal, hier ist noch Essen. Ah, genau, ich mach's mal an. Dann habe ich hier schon mal einen Smoothie-Maker hingestellt. Und hier natürlich meine Werkbank, die hatte ich ja auch noch gar nicht. Und hier habe ich erstmal nur mein kleines Lager, mein kleines Lagerräumchen. Mehr soll es erstmal nicht werden, denn ich möchte ja ganz gerne mit diesen Pilzziegeln arbeiten. Und das mache ich dann weiter hinten. Ich habe hier allerdings schon angefangen, ein bisschen was zu setzen. Nur ich weiß nicht, ob ich das hier weitermache oder ob ich eher so am Frosch dort was hinbaue und den Frosch dann irgendwie versuche mit ihn zu integrieren und zur Geltung zu bringen. Mal gucken, mal gucken. Ja, so, das war's erstmal. Gut. Oh, hier liegen wieder Steine. Ich brauche immer ganz viele Steine für die Dingsen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich die habe. Hier, ne? Ja, hier habe ich sie drin. Okay, wo sind die denn jetzt? Hatte ich nicht Steine aufgesammelt? Bin ich jetzt irgendwie blöd? Ach, da! Nein, 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 Fanny. Also irgendwie, ne? Du und Tasten, das ist immer so eine Sache. So. Wunderbar. So, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. So, mach mal die Tür zu. Mein Bett ist hier. Mein Bett vor allem. I'm ready to hit the sack. So, heute habe ich vor, mit euch in die Hecke zu gehen. Und zwar dort, wo diese Frisbee-Scheibe ist. Da sind ja diese Spinnensäcke. Und ich habe mir gedacht, ich versuche es auf diesem Wege, um einfach an Ressourcen ranzukommen. Denn ich möchte ja den Insektenhammer und so weiter haben. Ne, dazu brauche ich ja die Baumwanzenbrocken und Kochdrüsen und so weiter. Gut, Kochdrüsen werde ich jetzt, glaube ich, nicht da drin finden. Aber die Insektenangst wäre auch toll. Ja, weil ich ja, dazu brauche ich Marienkäferkopf. Und in den Säcken gibt es ja, jetzt ist irgendwie Fleisch gespoilt, ne? Gibt es ja oftmals halt Überraschungen. Genau, wartet mal, wo mache ich denn das hin? Dann mache ich das hier in die Fresskiste mit rein. So. Genau. Ja, das wäre mein Plan. Aber zuerst sollte ich etwas essen, und zwar das hier. Okay, das machte mich jetzt nicht hundertprozentig satt, aber ist nicht schlimm. Hydration is the key to performance. Ja, ja, trink mal hier auch noch so einen Schluck. Fresskiste. Dann nehme ich mir mal was mit. Wow, hier ist eine Fliege drin. Hey! Hey! Junge! Oh, jetzt habe ich schon wieder mein Käsefundament ruiniert. Ach, das passiert immer ganz, ganz schnell hier. Irgendwie. So, dann werde ich mal schnell hier das braten. Ich denke, dieses Kleeblatt lasse ich stehen. Ich finde es total schön an dieser Stelle. Aber was ist denn hier los heute? Sonst sind hier nicht so viele Fliegen. Eigentlich gar keine. Jetzt habe ich hier wieder einen Kiesel aufgehoben. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach so, ich wollte mir noch was zu essen einpacken. Nehmen wir mal noch ein paar Pilzchen mit. Heilung habe ich genug dabei. Das... Du komm. Ja, okay, okay. Wartet, ich muss hier wieder ein bisschen umdingsen. So. Dann warten wir noch, bis mein Fleisch fertig ist. Und zwar jetzt. Alles klar. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal los. Jetzt ist die Frage... Ach, mich nerven diese blöden Kleeblätter.
Ich meine, die sind ja hübsch anzusehen, aber zum Vorbeilaufen sind die echt scheiße. Ich hoffe, ich kriege das hin mit diesen Babyspinnen dort oben drauf, weil das sind ja dann doch echt viele, wenn man immer so ein Säckchen zerschmettert. So. Und ich hoffe, dass der Weg auch der gleiche ist, weil den kenne ich, glaube ich, recht gut. Ach nee, komm, ich habe genug bei. Das reicht jetzt erstmal. Na du, bist du gerade vor meine Nase gefallen, oder? Jetzt muss ich hier aufpassen, weil hier ist auch irgendwo eine Mücke. Ich glaube, dort an dem Ast ist sie. Sehr gerne. Aber ich könnte ja theoretisch ja auch hier rauf. So, genau. Ich muss zu diesem Heckenaufstieg. Fackel habe ich dabei, ne? Ja, aber nur eine. Na gut. Muss reichen, muss reichen. Oh, guck mal, die nehme ich mal gleich mit. Was ich habe, habe ich, ne? Weil ich habe ja noch kein Dörrgestell. Ich muss die ja noch so verarbeiten. Oh, fall nicht runter, Fanny, ehrlich. Hast du einen Gleiter? Ja, hast du. Boah, ist das hier immer dunkel. Ganz schön deprimierend. So. Dann nehme ich nochmal hier meine Müsli-Riegel mit. Gibt es hier noch eine Kassette? Oder gibt es hier jetzt nur die Forschungsnotiz hier? Ja, okay, wartet mal. Wie schon vermutet, hat Sarahs Herkules gleicher Wurfscheibenwurf. Was? Wurfscheibenwurf, den Ort nicht gerade verbessert, so wie sie über den Himmel sauste und an Zaun abprallte, mit diesen hässlichen Knacken. Tja, entweder wird sie Olympiasportlerin oder Zerstörerin von Welten. Thor andererseits. Nun, das Labor, wie wir es kannten, ist in 1000 Stücke zersprengt worden. Angesichts der Anomalien muss ich die bessere Nutzung auf ein Minimum beschränken. Wir müssen wohl mit den Seilrutschen weitermachen. Betrachte diese Forschungsstation als neuen Aufstiegspunkt zum Heckenlabor. Bitte installiere die Seilrutschenanker in einfacher und klarer Aufreihung. Kein Unsinn. Okay, genau. Hier war es ja gewesen, dass wenn ich diesen Chip hier mache, ich dann... Ich habe nichts zum Analysieren, alles klar. Ich dann die Seilrutschen bekomme. So, jetzt war das wo lang nochmal? So viel zum Weg, den ich kenne. Haha. Ah, ich glaube, hier bin ich ganz, ganz richtig, ne? Genau, an dieser Trinkdings da vorbei. Oh Gott, ich habe so Angst, dass ich immer runterfalle, ey. Und dann am besten noch in eine Spinne reintrete gleich. Und ich sehe durch das Tageslicht nicht so wirklich viel. Na, das fängt doch schon mal gut an hier mit den Spinnen, ey. Hey! Wo? Na, wenn sie natürlich wegglitschen, ist natürlich auch nicht so schön, ne? So, aber ich habe die eine wenigstens. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ach so, wartet mal. Ich sollte mir das mal auf die 6 legen wenigstens. So, dann nehme ich mir erstmal noch ein Schlückchen. Ja, lecker. Hau dich voll damit. So, dann muss ich... einmal rutschen. Hey, die hat mich nicht erwischt. Ich bin gut. Ich bin sowas von gut. So, wartet mal, wo lang geht es denn jetzt? Ich glaube, ging es hier lang? Hm.
Nee. Nee, 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 nee. Ich muss in die andere Richtung. Oh Gott. Ich hasse die Hecke auch genauso wie das Aquarium im Grunde. Das ist aber auch hier furchtbar deprimierend, finde ich, hier auf dieser Hecke. Oder in dieser Hecke. Jetzt denke ich mal hier lang. So, dann probiere ich erstmal hier. Ich hoffe, das kullert da nicht runter. Weil die sind ja irgendwie wie Überraschungseier, ne? Warum habe ich denn... Ehrlich, nichts drin gewesen. Dabei habe ich mir so eine Mühe gegeben. Wartet mal, ich packe das mal runter. Aber Spinnseide ist schon mal gut. Also Netzfäden. Zu Spinnseide verarbeite ich sie ja noch. Bleib hier. Bleib hier. Oh Gott sei Dank. Baumwanzengassack. Wie geil ist das denn? Zur Not schmeiße ich die Pelze hier raus, wenn ich keinen Platz mehr habe. Wow. Wow. Au! Mistvieh. Na. Ach, hör doch auf jetzt. Meine Güte, ey. Man muss auch so furchtbar aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. So. Ja, komm, nimm mal die. Warum nimmt er denn die Netzfee nicht so auf? Ist das auch neu, ja? Alles klar. Alles klar. So. Oh, hier sind drei. Komm schon. Ja, ja, ja. Noch eine. Ah, die Ausdauer, die ist echt zum Heulen. Aber hier war jetzt nichts drin, ne? Okay. Pass mal auf, wartet mal. Status. Was habe ich denn hier? Haucherlunge. Okay, wartet. Dann werde ich das mal deaktivieren und das aktivieren. Dann habe ich vielleicht mehr Ausdauer. Nicht wahr? So, muss ich jetzt hier rauf? Gut, die werden mir hier runterkullern, mit Sicherheit. So, dann gehen wir mal hier rein. Wow. Oh, schön, hier sind noch... Oh, ja, genau. Nehme ich mal gleich mit. So, Müsli-Riegel mitgenommen. Hier ist noch ein Scab. Käfersaft. Einmal merken, bitte. That tastes really good. So, ich nehme auch nur den kleinen Tropfen. Oh, da ist noch eine Notiz. Also die Notizen haben sich auch verändert, ne? Vom Text her. Burgel, hast du etwas mit unserem schrumpfenden Scab-Vorrat angestellt? Nachdem die Spinnen den Großteil davon geraubt haben, hatten wir noch mindestens ein Dutzend. Jetzt sind gerade mal sechs übrig. Ich bin mir sicher, du warst mit deinen überaus wichtigen Geschmacksexperimenten beschäftigt, aber bitte leg sie zurück. Ja, die Texte sind irgendwie verändert, definitiv. Gut, hier habe ich jetzt erstmal soweit alles. Hier ist noch Wasser auf jeden Fall zu finden. So. Wo ist denn jetzt die Frisbee? Hier ist noch ein Gleiter, wie auch immer der hierher kommt. Wo ist noch mal die Frisbee, meine Lieben? Ach, da oben, ne? Ja, 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 okay. So, ich versuche die jetzt hier auch zu killen. Nein! Mein Bombardierkäferbrocken ist runtergefallen.
Aua! Manu! Ah! Na! Ey, sag mal! Oh, 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 oh! Au! Wow, das sind zu viele! Wartet, wartet, wartet. I've had worse, I guess. Ich muss unbedingt Heilung machen. Ich hätte mir mal einen Smoothie herstellen sollen, verdammt. So, zwei Verbände noch nehmen. Mal kurz abwarten, ja, meine Lieben. Oh Gott. Verdammt, jetzt ist mir tatsächlich ein Bombardierkäferbrocken runtergefallen. Das ist so ärgerlich. Natürlich, renn mal weg, du feige Sau. So. Jetzt nehme ich die erstmal auf. Oh, ist das ekelhaft. Ach, das ist ärgerlich, meine Lieben. Das ist so ärgerlich. Ich hätte die schon gern gehabt. Kann ich mir die Stelle merken? Irgendwie durch irgendwas. Am Baum gibt es irgendeinen Stein. Oh, das werde ich doch niemals hinkriegen. Irgendwo hier muss ich nachher mal vielleicht versuchen zu suchen. Okay, die habe ich. Und ich habe einen Baumwanzenbrocken gekriegt. Ah, oh, ist das schön. Ach, das ist noch eine. Mann. Aua. Au, da ist ja noch eine. Alter, mein Leben ist echt im Eimer. Okay. Weiter geht's. Aber ich habe wenigstens schon mal einen Baumwanzenbrocken. Das ist auch schon mal echt cool. So, wartet mal. Ich werde mal diesen Stapel hier verschrotten, weil ich werde genug kriegen. Huhuhuhu. Gut, ich heile mich ganz langsam auf. Okay, hier ist nichts drin. So, das mache ich auch mal weg. Ah, okay. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Was habe ich bitte entdeckt? Ja, hier war leider nichts drin. Oh, die warten schon auf mich. Oh, ist das bitter. Wie die hier stehen, ne, und auf mich warten. Aber wenn ich die jetzt versuche abzuschießen, das wird ja auch nichts. Die rennen ja gleich wieder weg. Ja. Ha. Da ist auf jeden Fall noch ein Scap. Wartet mal. Nee, an die werde ich nicht rankommen. Nee. Na? Ah! Daneben.
Ah, ganz schön schwierig hier. Ah, die werde ich nicht kriegen, so scheiße. Okay, das war schon mal ein guter Plan. Na, nimm doch mal. Supreme? War hier nicht noch eine Spinne? Ah ja, hier. Oh Gott, Leute. Das ist hart. Das ist richtig hart. Stapel verschrotten. Ich heile mich jetzt auch nicht mehr hoch, ne? Das heißt, ich nehme noch mal ein Verbändlein. Ich hätte mir echt Smoothies einpacken sollen, verdammt. Ah, wieder nur so ein Fliegendings. Verdammt. Natürlich. Au! Scheiße, doch. Von da komme ich nicht ran. Ich habe auch dadurch keine Ausdauer, ne? Okay, wartet mal, wenn ich jetzt meinen Speer nehme. Ja, ja, kommt nur her, ihr kleinen Scheißer, ihr, ey. Na komm. So, waren es alle? Das waren doch vorhin viel mehr, oder? Ah, okay. Gut. So, jetzt nehme ich noch... Wartet mal, ich werde die mal einsammeln, sonst komme ich mit den Dingern hier durcheinander. So. Nehme ich auch nochmal auf. Wow. Aua! Einfach raufhauen, was das Zeug hält. So. Gut, hier war leider auch nichts drin. So, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Dann werde ich mal was essen. Komm, iss mal dein Gnat. Sehr gut. Wow, ist das ein schwieriges Unterfangen hier. Aber es lohnt sich vielleicht, ne? Ach, schon wieder nur so ein Fliegenpelz. Was soll ich denn damit? Wow. Nicht alle auf einmal. Wow, nicht alle auf einmal, habe ich gesagt. Oh Gott, sind das viele. Au! Scheiße. Na komm. Warum hat die mich erwischt und ich sie nicht? Okay. Ich hab's verstanden. Nein, hier. Feeling refreshed. Oh mein Gott, mein Leben. Ich bin am Limit.
So, habe ich es jetzt. Wow. Ah, jetzt hänge ich auch noch fest. Na, komm schon. Oh Gott. Meine Güte, ist das schwer. Ah. Okay, okay. So, meine Lieben. Gut, ich denke, das war's dann aber erstmal heute für die Folge. Gottes Willen, ist das übel. Und ja, in der nächsten geht es dann hier weiter. Ja. Ich hoffe, ich kriege die 4 noch irgendwie hin mit meinem bisschen dem, was ich hier noch habe. Und ja, aber ich habe schon mal sehr gut abgeräumt. Wartet mal, ich werde diesen Stapel hier wieder verschrotten. Und ich werde dann auf jeden Fall versuchen, noch meinen Bombardierkäferbrocken, meinen Bombardierkäferbrocken zu bekommen. Mal sehen, mal sehen. Gut, also vielen, vielen Dank und bis morgen. Bye.